Ja, hallo, liebes QVC Beauty Team. Ich habe die Nachricht bekommen, dass ich auf Platz 3 bin. Und aus diesem Grund möchte ich an euch alle und an QVC ein Dankeschön sagen dafür. Und ich freue mich riesig, dass ich den Platz 3 belegt habe. Dankeschön. Hallo ihr Lieben, auf diesem Weg wollte ich ganz herzlich meine Community grüßen und mich auch nochmal bei euch bedanken für euren Support, für eure lieben Worte und vor allen Dingen auch für eure Motivation, überhaupt bei dem Beauty Blogger Award teilzunehmen. Ihr habt mich unter die ersten 10 gewotet. Ich danke euch ganz herzlich dafür. Das war so eine tolle Gemeinschaft, das war so ein toller Vibe irgendwie, auch gerade auf Instagram. Ich danke euch sehr dafür. Und in dem Zusammenhang möchte ich natürlich auch gerne meine ganzen anderen Beauty-Blogger-Kollegen grüßen. Und ich bedanke mich sehr herzlich auch bei QVC für die ganze Teilnahme und für den Wettbewerb. Hallo ihr Lieben, ja, ich bin Franziska und blogge bereits seit über 11 Jahren auf meinem Blog modernsnowwhite.de über Beauty, Lifestyle und vieles mehr. Ich fühle mich total geehrt, dass meine persönliche Geschichte so weit gekommen ist und dafür geht dann ein ganz, ganz großes Dankeschön an das QVC-Team, die Jury, die für mich gestimmt hat und natürlich auch an alle meine Follower, die jeden Tag für mich abgestimmt haben. Vielen, vielen Vielen Dank. Hallöchen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So oder so ähnlich beginnt immer meine Begrüßung auf YouTube und so sieht dann auch im Grunde mein Equipment, mein Studio aus. Ich drehe aus meinem Leben heraus Videos und lade sie auf YouTube hoch und das schon seit mehreren Jahren. Und ich bin die diesjährige Gewinnerin des QVC Blogger Awards. Ich kann es immer noch nicht ganz so wirklich glauben, denn ich habe einfach just for fun mitgemacht und ich habe gewonnen, trotz der krassen Konkurrenz, die ich wirklich, wirklich hatte. Und dazu muss ich mich ein bisschen bedanken, und zwar erstmal bei meinen Followern und natürlich bei der Jury und beim Team des QVC Blogger Awards. Ich kann es, wie gesagt, immer noch nicht ganz glauben. Es ist ein bisschen surreal für mich, aber danke!